Hey Leute, herzlich willkommen zurück in unserer Pro Cyclist Karriere mit Erik Zabel. Die Tour de France läuft natürlich immer noch und wir gehen rein in die 7. Etappe. Ich glaube, jetzt kommen zwei flach. Nee, doch nicht. Ah, nee, jetzt kommt erstmal noch eine Flachetappe, dann kommen zwei Bergetappen und dann kommen mal zwei Flachetappen hintereinander. Hier einmal das Magazin. Irgendwie ein Interview mit uns ist nicht dabei, aber wir haben es wieder in die Favoriten geschafft und wir sind sogar vor Demar hier. Okay, Demar ist schon alt. Ich denke mal, der ist schon so langsam ein bisschen am Abbauen. Wir sehen uns dann gleich. Hello and welcome to all. Given the profile of today's stage, it's clear that the sprinters will have ambitions for victory. It would be very surprising if they don't harness their teammates to target a mass sprint in the streets of Lavore. Ja, und damit herzlich willkommen zur 7. Etappe der Tour de France von Milan nach Lavur. Habe ich wahrscheinlich wieder falsch ausgesprochen, ne? Aber ich glaube, so war das. Wir haben diesmal leider nur plus 1 eingefahren, sollen wieder Zehnter werden. Ich denke mal, da wird sich auch nicht großartig was ändern. Da der diesmal ein bisschen besser drauf ist wie Ryu, gönne ich mir diesmal den Dijardin. Ryu macht mal Bourgodeau. Wo ist denn Barret? Da ist Barret. Der bewacht mir den Lepay. Und Latour hat es jetzt mal auf 79er Fitness gebracht mittlerweile. Der bewacht mir trotzdem den Lawless. Und da geht's los. Ja, mal gucken. Mit plus 1 anstatt plus 3 wird es jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen schwerer werden. Da gehen auch schon die Angriffe ab. Einen Zwischensprint haben wir dann kurz vorm Ziel. Ja, komm, Erik, da bist du zurück. Jo, ich denke mal, hier kannst du bleiben. Ab in die Edge Cap. So, hier vorne haben wir zwei, wie ich es gerade richtig gesehen habe. Nee, vier schon, fünf schon. Greifen aber noch mehr an. Der Angriff ist aber ziemlich verpufft. Da geht noch mal was ab. Pechtrikot, ne? There's a breakaway! Sind das Angriffe oder führen sie jetzt hinterher? Ja, auf jeden Fall geht der Puls hoch. Jetzt passt im Feld schon wieder irgendwas nicht. There's more than a minute on the clock. The brake seems to be working. A couple of teams have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't have anybody in the breakaway group. Oh, aber die ist sogar in den roten Bereich reingegangen. Oh nö. Jetzt wird unser schönes Motorrad hier. Oh, es kann sich nochmal befreien. Boah, fünf sind weg. Anderthalb Minuten. Boah, im Moment sehe ich keinen Zucken mehr. Es sind zwar nur kleine Hügel, aber die kleinen Hügel sind ganz schön steil. Die doch eigentlich jetzt an der Bergwertung rein, ne? Their front group is disorganized. Ah, was war? Da war das Motorrad. Ich hab leider nicht zu schnell geklickt. Na, Franzose hat's gemacht. Ja, jetzt geht's hier gleich the runter. Gap is widening. It's now over 2 minutes. Ja, sammeln wir doch erstmal unsere Jungs. Ja, noch ist zu steil hier. Fährt aber das Feld ganz gemächlich hoch. So Leute, ey, dann macht euch mal auf den Weg. Lawless war ja am weitesten. Nee, nee. Bourgodeau ist am weitesten vorne. Ah, jetzt geht es hier schon wieder hoch, aber egal. Das müsst ihr abkönnen. Ja, dann als Sprintzug am besten halt. The breakaway has now more than 5 minutes on the peloton. Und dann the peloton has slowed right down. The teammates of those in the breakaway are not going to make an effort. It's up to the other teams to get their fingers out. Gott, ey, der Lempe hat sich ja noch gar nichts bewegt. Ja, Lawless ist eigentlich schlecht hier, wo es hochgeht.
Da geht's auch gleich noch ein bisschen steiler hoch. Kommt, ihr beiden, hört erstmal auf. Ich meine, Lempe hat sowieso nicht so großartig Sinn gemacht. Hier ist ein bisschen flacher, kannst ruhig noch ein bisschen fahren. Das letzte Ende sieht aber schon echt steil aus, oder? Oh ja. Da vorne geht es steiler. Ah, das schafft Lempe noch vorher, ne? Ja, guck, schau an, da ist er vorne. So, dann gleich auf der Abfahrt nur noch den Lawless. Ich kann euch natürlich immer keine News zu den aktuellen richtigen Tour de France-Etappen geben, weil ich das natürlich alles schon vorher aufnehme. Arnaud Demar was caught in a fall. Demar gestürzt. Geh mal darüber. Dann hast du es auch gleich geschafft. Fährt mir nur einer vor die Kacke. So, soll reichen. Und Abfahrt. Ja, aber Arnaud Demar musst du auf jeden Fall nicht aufgeben. Die da hinten scheinen gar nicht mehr ranzukommen, ne? Ist der da mit drin? Ja. Hat auch zwei Helfer gekriegt, unter anderem den Küng. Ja, aber das Feld macht schon übelstes Tempo. Obwohl, jetzt haben sie dann doch eine Minute runtergefahren von dem Abstand. Wasser holen. They really are moving. The pack can't get strung out too far or it's going to start breaking up. Aber Demar hat's wieder ins Feld geschafft. Ah, sehr schön. Kurz vorm nächsten Hügel hat er das Wasser abgeliefert. Aber den Hügel hier sieht der Puls eigentlich ziemlich gut aus. Na, ja, bis auf Lawless haben auch alle, die mich anfahren sollen, eine gute Form. Ah ja, stimmt. Bergwertung. Der There's an attack geschaffen. In the group at the front! Ui, hier sind aber wirklich alle gleichwertig, so wie das aussieht. Ja, die nächsten beiden Etappen werde ich wahrscheinlich dann wieder ausreißen. Immer schön Sprintpunkte mitnehmen unterwegs. Noch fahren. Da kommt gleich so eine kleine Ebene. Ja. Ja, das geht sogar ein klein wenig nach oben. So, Barré war schon mal La Tour. Jetzt bist du dran. Hol mal Wasser. So, wie viele Kilometer noch bis zum Sprint? 25? Grob. Können wir auch ein bisschen seppen. Bomix, sprinten, nicht angreifen. Some team managers so, must appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Da ist er. Mal sehen, ob der reicht. Komme ich mit dem vor? Wir sehen, da. Oh ja, der zieht sogar gleich blank. Der ist halt auch in der Abfahrt ganz gut. Und am Hügel ist ja nochmal so ein kleiner Hügel vor der Sprintwertung.
Ich hab schon auf 89, ne? Er kommt trotzdem nicht so geil nach vorne, ne? There are some legs that just can't take the speed anymore. The riders are being left behind. The Entente and the escape group is far from cordial. There are a couple of riders who want to go it alone. The pack's deficit is being cut back. The breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. Lala, jetzt ziehen wir aber echt ganz schön an. 5 Kilometer noch bis zum Sprint. Verausgab dich mal für mich. Oh, ey. Der hält mich hier auf. Oh, ein bisschen blocken hier. Den aber. So. Gucken wir, was wir jetzt haben. Könnte man ein paar Punkte holen, ne? Ja. There's a sustained rhythm at the moment. Some riders definitely won't be able to keep up. Boah, der drückt mich hier auch schon wieder nach hinten. Caleb Ewan war das. Das ist... Ja, wohl doch. Jetzt ist er schon ein bisschen besser. So, 99. Tisch. Alle 99. Ah, Wasser brauchen wir auf keinen Fall mehr. Knapp eine Minute haben die vorne noch. Gerade drunter geplumpst. There's an attack in the leading group. Some riders were not giving it their all in sharing the pace. The pack is putting a squeeze on the breakaway. Wir sortieren das, glaube ich, mal ein bisschen näher diesmal. Warte mal kurz, stopp. Dish und Dish. Hört schon mal auf. Danke für eure Hilfe. So, Bugadu haben wir in der Führung. Dann wollten wir den Lampay nehmen. Dish. Hinter Lampe wollten wir Lawless parken. Tisch. Aber mit dem guten alten Erik, warten wir nochmal ganz kurz. Und hinter. Hä? Wie sie? Achso, Bogo Du ist zurückgefallen. So, und reicht, ey. Reicht erstmal. Whoa, there's an attack from inside the breakaway group. Sind noch alle da? Wie ist Lawless weg? Jetzt hat er sie einsortiert. Another attack in the leading group. Naja. The pack is increasing its work rate. Some teams can't be happy with the breakaway. Fahren aber mal ein Dampf, ey. Ja, ein bisschen raus. 15 Kilometer to the finish line. There's a breakaway in the leading group. Das wird euch auch nichts mehr bringen. Wir kleben schon an euren Pötern. Ich sehe es doch schon wieder kommen, ne? Ja, das habe ich schon wieder befürchtet, weil sich da so viele zwischenquetschen. Fahr lieber für dich alleine. Obwohl, es sind noch über 10 Kilometer, das ist auch schlecht. There's now just 10 kilometers left. The escapees have surrendered. The pack gave them no chance. Weg the teammates of the main sprinters are not handing out tickets for a breakaway, so the stage will end up in a mass sprint. La. Mal durchziehen. Und Lampe übernimmt jetzt. Du knallst über das G rein.
The finish line is getting close. The riders just passed the 5 kilometers road sign. Boah, hier quetschen sich überall welche zwischen meine Fahrer. Der Zabel raus. Aber Caleb Ewan schlägt wie der alte Drecksack. Scheiße. Ich kann nicht überall blocken, ey. Aber die auf meiner Seite habe ich echt noch gut zurückgehalten. Und da waren solche Leute wie Jacuzzi und Kronewegen und Melee hinter mir. We're waiting for the tailenders who continue to arrive. Ah, ich denke mal, den vierten können wir auch. Den zweiten meine ich, können wir auch sehr zufrieden sein. Alter, das ist ja. Nee, ich wollte gerade sagen, das war auch nicht. Hat ganz anderes Trikot angehabt. Da ist er, das ist er, ne? Naja, wie gesagt, immerhin Zweiter geworden. Ah, hier haben wir beide drauf. Ah, jetzt habe ich links verschwunden. Gut, ein halbes Rad vor. Ja, ziemlich genau ein halbes Rad hat er Vorsprung gehabt. Ich meine damit das ganze Rad, ne? Nicht nur das Vorderrad. So, aber ich glaube, der war in der Sprintwertung gar nicht so gut platziert, ne? Okay, ist auf jeden Fall Zweiter. Und ja, wir haben aber 82 Punkte Vorsprung. Das sieht doch schon mal super aus. Das müsste auch wieder unseren Manager ziemlich freuen. Ja, der knallt wieder ordentlich Punkte raus. Ja, super. Ja, und dann haben wir diese Folge auch hinter uns gebracht. Ich hoffe, ihr habt wieder euren Spaß und sehen uns dann morgen zur nächsten Etappe. Bis denn und ciao.